Maharak hat es jetzt richtig gemacht. Sie ist nämlich in den Chat gekommen und hat bereits ihre erste Frage auf choice.ch/live gepostet. Sie fragt, gibt er jemandem die Schuld oder hat er am anderen können verzeihen? Hat er noch Kontakt zu ihm? Ja, dein Gegenspieler, der dich an die Bande gecheckt hat, ich weiss, er hat sich kurz darauf bei dir entschuldigt per SMS. Hast du mit ihm noch ein Gespräch gehabt nach dem? Wir haben das mal gesehen, der Gerichtsverhandlung im internationalen Sportgericht in Lausanne. Dort haben wir ein paar Sätze miteinander geredet. Wo dann auch das Urteil rausgekommen ist, habe ich ihm auch geschrieben, ich hoffe, wir können beides hinter uns lassen und irgendwo durch gleich gute Zukunft blicken. Und das war eigentlich der letzte Kontakt, den wir hatten. Ja. Hast du das Gefühl, du brauchst es nicht mit ihm, also ganz die Konfrontation mit ihm, wenn es jetzt nur so über das SMS war oder über das Telefon? Nein, für mich ist es okay. Also, eben, wie gesagt, es ist abgeschlossen und die Situation ist so, wie sie ist. Ich kann sie nicht mehr ändern. Und ich hoffe für ihn und aber auch für mich, dass man das irgendwie ja, positiv, also, sofern man das positiv kann, hinter sich lassen kann. Aber halt wirklich, ja, das ad acta legt und schwamm drüber und ja. Also würdest du konkret sagen, dass es abgeschlossen ist? Von meiner Seite schon, ja. Absolut, ja. Für ihn kann ich leider nicht reden.